Vielen Dank für die Einführung, Herr Botschafter Lanema, liebe Expeditionsteilnehmer und verehrtes Publikum. Auch vielen Dank für die Einführung zu Sarema, wo ich natürlich schon häufiger war und auch gerne wieder hinkomme. Und insofern bin ich aber heute sozusagen für das Allgemeine hier zuständig und versuche dann Ihnen einen gewissen Einblick zu geben. Das ist ein Riesenthema natürlich, aber der Fokus liegt auf der Tatsache, dass Russland im späten 18. Jahrhundert versuchte, seine peripheren Provinzen zu verbinden. Die peripheren Provinzen sowohl an der Ostsee mit denen im Pazifik. Und wenn wir genauer sind, müssen wir auch sagen, Russland verband natürlich auch andere Meere miteinander. Und ich bin zwar ein Spezialist über die Ostsee, aber finde in den letzten Jahren die Verbindungen zwischen den einzelnen Meeren besonders interessant. Und so kann man sagen, dass ohne das Holz, den Pech und den Teer aus der Ostsee, ohne das Schiffsbaumaterial aus dem Ostseeraum, die europäische Expansion bis in den Pazifik vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. Auch die Verbindungen zwischen den baltischen Provinzen und dem Pazifik in Russland sind von erheblicher Bedeutung. Diese Karte zeigt die territoriale Expansion des Russischen Reiches. Und hier sehen Sie das nochmal genauer. Und interessant ist natürlich zunächst diese Region, mehr oder weniger der Rollback der Tataren. Dann die Eroberung von Kasan im 16. Jahrhundert in diesem Kontext und dann das Ausgreifen nach Sibirien. Sie haben dann in Sibirien verschiedene Handelsplätze für den Pelzhandel und ganz wichtig für das ganze Unternehmen, für russische Wirtschaft, ist der Handelskontakt mit China. Und man hat dann die Pelze von der einheimischen Bevölkerung hier jagen lassen. In dem sogenannten Yasak wurde ein Pelztribut eingefordert und dann wurden diese Pelze über diese Grenzstädte mit dem chinesischen Reich verhandelt. Und das geht eigentlich eine ganze Reihe oder ganze Zeit lang gut, aber gleichzeitig schickt man auch in diese Region Explorer, Entdecker, unter anderem Vitus Bering, der versucht natürlich eine Passage zu finden. Was er findet, ist das Meer, das heutzutage Beringstraße genannt wird. Das heißt, die russischen Ambitionen sind im 18. Jahrhundert stärker, natürlich durch Peter den Ersten, der im Nordischen Krieg von Schweden dann die später sogenannten baltischen Provinzen gewinnt. Und interessanterweise die Oberschicht, die baltischen Adligen, haben sozusagen die Fronten relativ schnell gewechselt. Sie haben ihre Privilegien von Russland bestätigt bekommen, die sie schon zur schwedischen Zeit hatten. Und das Wichtige war für sie, dass sie eigentlich nur ihre bäuerliche Bevölkerung, die Esten oder die Letten, dann weiterhin beherrschen konnten, in ihrer Leibeigenschaft behalten, also sozusagen nicht in ihren Privilegien gestört wurden. Dass diese baltischen Adligen dann später eine Rolle spielen als Entdecker, dazu kommen wir vielleicht später noch. Aber wir sind bei Peter dem Großen, der Neu-Amsterdam aufbaut, der aber natürlich auch hier in diesen Bereichen, im Schwarzen Meer, im Asowschen Meer, versucht, Handelsstützpunkte anzulegen und mit Europa ins Geschäft zu kommen. Im Kaukasus ist dann Katharina die Große aktiv. Diese russische Expansion könnte man natürlich im Einzelnen noch weiter schildern. Bering habe ich schon genannt im 18. Jahrhundert. Die großen Flüsse und der Handel spielt weiterhin eine Rolle, aber auf den Exkursionen von Bering in diese Region kommt man jetzt, jetzt zeige ich eine andere Karte, bekommt man jetzt sowohl von russischer Seite einen anderen Blickwinkel. Denn hier im Pazifik ist schon einiges los. Die
Spanier sitzen hier in Kalifornien, natürlich auch in Mexiko und in Südamerika. Sie sitzen aber auch natürlich hier in Manila. Und der wichtigste Markt ist der Markt von Kanton hier in dieser Gegend. Und Russland denkt jetzt, und da kommt auch der Herr Krusenstern ins Spiel, wie können wir jetzt versuchen, im pazifischen Raum Handel zu betreiben. Zunächst ist man natürlich interessiert, die Pelztierjäger, die man inzwischen auch schon nach Alaska übergesetzt hat. Man hat eine Handelskompanie, eine russische Handelskompanie, eine Pazifikkompanie gegründet, dann zu versorgen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier beispielsweise eine Kolonie anzulegen. Fort Ross wird angelegt in Kalifornien zur Nahrungsmittelgewinnung. Gleichzeitig möchte man mit den Japanern ins Geschäft kommen und dann natürlich mit Kanton, vor allem mit China, handeln und dann über das Meer. Und einer, der in diesem Bereich schon Erfahrung hat, ist der Herr Krusenstern, der ja nochmal dargestellt werden wird. Der hat sozusagen eine internationale Karriere gemacht. Er war in russischen Diensten natürlich als Kadett. Er hat aber sozusagen sein Internship dann bei der Royal Navy gemacht und hat auf Schiffen mit der Royal Navy dann sowohl den Indischen Ozean als auch Kanton kennengelernt. Und dann hat er in Kanton festgestellt, oh, da gibt es ja einen Riesenbedarf an Pelzen und an Seeottern. Und das liegt natürlich auch an der herrschenden Dynastie, die Manchus kommen aus den Bergen, ist immer dort kalt und die sind sozusagen verliebt in Pelze. Und die Manchu und die höfischen Eliten haben eine unheimliche Nachfrage nach Pelzen und die wird natürlich durch mehr oder weniger durch russische Pelztierjäger befriedigt. Und der neueste Pelz, der dann besonders gut aussieht, sind die Seeottern, die man natürlich nicht an Land, sondern aus dem Meer dann jagen muss. Und diese Seeotternjagd wird von Russen oder von Jägern der Aleuten dann im ganzen Pazifik, ja, erstmal dort. Und je mehr die Seeottern dann aussterben, geht man bis in diese Region, um sie dann zu fangen und auf den chinesischen Markt zu bringen. Und dann kommt Herr Krusenstern auf die Idee, ja, wir können das doch alles von dem Pazifik aus machen und müssen nicht mehr über Land von Russland nach China gehen. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt zu der ersten Weltumsegelung. Der hatte natürlich noch mehrere Ausgangspunkte oder zumindest Dinge, die da im Hinterkopf spielten. Cook war im Pazifik natürlich gewesen. Auch die Franzosen hatten pazifische Ambitionen. Insofern stand für Russland schon etwas auf dem Spiel. Gleichzeitig möchte man seine Stützpunkte versorgen mit Lebensmitteln. Und zum Dritten möchte man mit Japan ins Geschäft kommen. Und so nutzt man eine einmalige Chance. Japanische Fischer werden ab und zu, wenn sie Schiffbruch erleiden, angespült an die russischen Grenzen, oder die russischen Küsten hier im Pazifik. Und dann werden diese japanischen Fischer auf dem Landweg über Sibirien bis nach St. Petersburg gebracht. Und jetzt hat man ein Handelsobjekt und sagt, ja, jetzt bringen wir euch eure japanischen Fischer zurück und dann kriegen wir vielleicht einen Handelsvertrag mit Japan. Die Russen, in diesem Fall die Russen, Krusenstern spielt eine Rolle, aber das Sagen hat ein Herr Jasanow als künftiger Botschafter. Die stellen sich das etwas einfacher vor. Eigentlich kann man mit Japan gar nicht handeln, nur die Niederländer haben einen Stützpunkt in Deshima. Und als die Russen jetzt auftauchen und sagen, ja, wir bringen euch eure Seeleute zurück und jetzt wollen wir einen Handelsvertrag haben, sagen die Japaner, das interessiert uns nicht. Gleichzeitig fällt es ihnen auf, dass die Russen sich nicht richtig benehmen. Es gibt zeitgenössische Berichte, vor allem die Russen sind sehr empört darüber, dass die Niederländer beispielsweise den Kautau machen. Und die Russen haben kein Interesse, sich vor dem Shogun oder seinen Würdenträgern auf den Fußboden zu schmeißen. Und entsprechend gelten sie als unhöflich und sie bekommen keinen Handelsvertrag.
Trotzdem ist diese Weltumsegelung nicht ganz erfolglos. Sie geht übrigens von Kronstadt aus, für diejenigen, die noch nicht da waren. So hat man sich das vorzustellen. Das ist ein Bild aus dem letzten Jahr. Es wird im Augenblick wieder schön restauriert, der Marinebasis. Und dann geht es natürlich auf dem üblichen Weg hier an hier rum. Alle halten fast in Santa Catarina an, wo ich letzte Woche auch auf einem Kongress noch sein durfte. Und dann geht es dann in den Pazifik und sowohl nach Japan, nach Nagasaki, als auch dann in diesen Bereich. Die Russen und streiten sich zwar und auch Krusenstern streitet sich mit Ryazanov, trotzdem machen sie eine Planung für Handelsniederlassungen und vor allem ein Handelsnetzwerk in dieser Region, vor allem die Versorgung der von Sitka oder Kodiak mit Nahrungsmitteln spielt dabei eine Rolle. Und es sieht dann auch gar nicht so schlecht aus. Leider ist es natürlich so, dass mit Japan man nicht handelt, aber ein Handelsnetzwerk kommt im Pazifik zustande. Nur wird es dauerhaft, was die Ambitionen anbetrifft, dann erstmal bei wissenschaftlichen Unternehmungen bleiben. Die wissenschaftlichen Erfolge von Krusenstern werden ja noch dargestellt. Interessant ist, zur wissenschaftlichen Durchdringung gehört natürlich auch das Generieren von Sammlungsobjekten. Und das Generieren von Sammlungsobjekten im Pazifik spielt natürlich eine Rolle, vor allem für die zweite große Expedition, die Expedition der Rurik. Dort ging es eigentlich darum, dass man Sammelobjekte für private und für staatliche Sammlungen in Russland und vielleicht auch in anderen europäischen Ländern generierte. Das hatte man beispielsweise bei Cook auch gemacht. An Bord der ersten Expedition, der Nyatjeshtja, war auch der junge Otto von Kotzebue gewesen, der Sohn des berühmten Schriftstellers. Und diese zweite Reise ist insofern besonders interessant wegen des kulturhistorischen Ertrages. Man fährt mehr oder weniger die bekannte Strecke, dann wieder Santa Catarina. Dann kreuzt man aber im Pazifik, fährt auch mal hier nach San Francisco zurück und ist hier im Bereich von Guam, Manila aktiv. Also deutlich länger und auch intensiver. Und der wissenschaftliche Ertrag ist bedeutend, 400 Inseln werden kartiert, aber an Bord waren auch Schriftsteller. Und einer dieser Schriftsteller ist Adalbert von Chamisso. Und dann war noch der Maler Louis Choris dabei, der mehr oder weniger das malte, was ihm vor den Pinsel kam. Und Chamisso, den die Germanisten vielleicht noch kennen wegen seines Romans Peter Schlemihl, hat sich als Naturkundler unter die Besatzung geschmuggelt und hat dann natürlich einen eigenen Bericht Reise um die Welt veröffentlicht, die auch bis heute sehr zu lesen ist. Das heißt, ein Literat schreibt ein Journal und das ist natürlich schon etwas Außergewöhnliches. Das beginnt dann schon mit den Schilderungen der Anreise. Hier, ich habe die erste Strecke von Kiel nach Kopenhagen gleich hier für Sie mitgebracht. Man kommt auf der Fahrt von Kiel nach Kopenhagen nicht einmal in das Innere desselben, der Ostsee, indem man noch immer die Sicht des Landes behält. Aber recht anschaulich wurde, wie die Meere recht eigentlich die Straßen des Landes sind bei der Menge Segel, die man um sich sieht und von denen wir zwischen der grünen Ebene Seelands und den niedrigen Küsten Schwedens nie unter 50 zählten. Das heißt, die Meeresverbindung ist natürlich das Entscheidende und so geht er dann auch weiter. Wenn er beispielsweise etwas weiter jetzt in anderen Meeren unterwegs ist, auch hier ist es klar, man sieht irgendwie schon den Atlantischen Ozean, er ist etwas breiter als die Ostsee, aber trotzdem sind immer wieder Schiffe präsent. Man sieht die Ufer oder fühlt die Ufer und
die Küstenfeuer bei Nacht weisen den Weg. Das war also damals schon 1815, 16 eigentlich ein vertrautes Erlebnis, über den Atlantik zu segeln. Beim Pazifik wird es dann etwas anschaulicher, da ist dann etwas weniger los, aber da sehen Sie auch die Vögel, und diejenigen, die im Pazifik unterwegs sind, kennen sich eigentlich auch relativ aus. Dieses Jahr jährt sich ja auch die Weltumsegelung von Magellan 1519. Da ist es ganz interessant, der hat es wirklich geschafft, alle Inseln im Pazifik zu verpassen. Und und ist dann ja in Guam den Einheimischen zum Opfer gefallen. Ein Schiff hat gemeutert, ist nicht mehr weitergefahren. Das heißt, man konnte auch sozusagen an allen Inseln vorbeifahren, aber unsere bald deutschen Explorer haben das dann schon deutlich besser gemacht. Was ebenfalls interessant ist, die Begegnung mit Einheimischen, und die wird vor allem dann von Chamisso intensiv beschrieben. Er hat einen Islander, einen Pazifik-Insulaner kennengelernt, der Kadu sich nannte und den er sozusagen ausgequetscht hat nach Sprache, nach Kultur. Und das ist dann das Ergebnis. Nicht ohne Reiz war für mich die Gegenwart, das Ergebnis von Kadus Aussagen über die ihm bekannte Welt, von denen Pelew-Inseln bis Ratak liegt in meinen Bemerkungen vor. Aber das dort Aufgezeichnete zur Sprache zu bringen und zu ermitteln, das war die Aufgabe, das war die lustvolle Plage dieser Zeit. Erst musste das Mittel der Verständigung erweitert, ausgebildet und eingeübt werden. Die Sprache setzte sich aus Dialekten Polynesiens, die Kadu redete, und wenigen europäischen Redensarten zusammen. Kadu musste verstehen und, was schwieriger war, Rede zu stehen, gewöhnt werden. Und naturhistorische Bilderbücher halfen dabei. Später bekommt er raus, dass Kadu auf Spanisch zählen konnte. Das heißt, es waren durchaus Kontakte im Pazifik, die dann auch auf dieser Reise von Kotzebue und Chamisso auf der Rurik dann wiederbelebt wurden oder zumindest genutzt werden konnten. Interessant sind natürlich auch die vielen Gemälde von Choris, die dann dokumentieren und mehr oder weniger den Pazifik, auch den russischen Pazifik, in Europa wahrnehmbar machen. Insgesamt kann man sagen, ist das Pazifikunternehmen genau des ausgehenden 18., beginnenden 19. Jahrhunderts wissenschaftsgeschichtlich sehr bedeutsam, kulturhistorisch für die Wahrnehmung des Pazifiks ebenfalls. Interessant ist auch, wie sich in Russland die Situation des Pazifiks veränderte, die Wahrnehmung des Pazifiks. Ein Problem war natürlich weiterhin die Versorgung der Pazifikprovinzen, könnte man sagen, der Siedlungen. Gleichzeitig hatte man ein Problem, dass die Fischotterbestände, das heißt die Pelztiere, auch die Seehundbestände im Pazifik zurückgingen und dass man immer weitere Strecken eigentlich fahren musste und letztlich dann schon im Südostpazifik dann landete, um dort wieder an Vorräte heranzukommen, was für die russischen Siedler, Pelztierjäger im Nordpazifik eigentlich nicht mehr interessant war. Dort traf man natürlich auch auf den Widerstand bzw. die Konkurrenz der Briten und der Amerikaner. Gehen wir nochmal ganz zurück. Und dann kommen wir zum Abschluss, kommen wir dann auch irgendwann. Hinzu kommt, also diese Region spielt weiterhin eine Rolle, aber eigentlich hätte man in diesem Bereich sein müssen, um wirklich dann
Seehunde zu fangen oder im Walfang aktiv zu sein. Gleichzeitig entdeckt man aber um 1850 hier die sogenannten eisfreien Häfen im Pazifik. Später Wladiwostok beispielsweise, Chabarowsk. Und das zeigt, dass man an diesen Häfen, die immer zufrieren, allmählich das Interesse verlor. Das heißt, die Interessen von Petersburg verlagern sich in diese Region, natürlich auch in die Nähe Chinas, was dann letztlich dazu führt, dass die pazifische Lobby, die für Alaska und den Nordpazifik kämpft, immer auch schlechtere Karten hat und dann auch 1867 trotz des Protestes baltendeutscher Forscher wie Wrangel beispielsweise Alaska dann an Amerika verkauft wird. Das Interessante ist, die Russen sehen das sozusagen als Erfolg an, dass sie es an die Amerikaner losgeworden sind und nicht an die Briten, die es natürlich auch gerne gehabt hätten. Insofern verändert sich das. Die peripheren Provinzen an der Ostsee werden immer mehr an St. Petersburg angeschlossen. Die intensiven Beziehungen an die nordpazifischen Provinzen gehen zurück. Man gibt die Stellung auf dem amerikanischen Kontinent auf und wenn man sich konzentriert auf diese Regionen. Gleichzeitig spielt natürlich die baltendeutsche oder die baltische Flotte natürlich noch eine große Rolle, die, wenn Sie an den russisch-japanischen Krieg denken, den langen Weg dann macht von Libau aus, um das Kap der Guten Hoffnung nur von den Japanern dann in Tsushima vernichtet zu werden. Ein letztes Bild kommt noch mal. Ja, das habe ich auch letztes Jahr in Kronstadt aufgenommen und das ist auch ganz interessant und wird zumindest eine Forschungsfrage vielleicht dann auch mal aufwerfen, die große Bedeutung der baltendeutschen Marineoffiziere im Russischen Reich. Das ist ein Thema, was am Rande immer wieder vorkommt. Es sind natürlich die nautischen Kenntnisse, es ist das Vertrautheit. Was zu untersuchen wäre vom Historiker, wäre natürlich, Sarima wurde erwähnt, wie sozusagen die Ortskenntnisse der jungen, aufwachsenden baltischen Adligen, die natürlich auch segeln, die mit der einheimischen Bevölkerung, mit der Küstenschifffahrt irgendwie zurechtkommen oder dort etwas lernen, wie weit das denen bei der Karriere geholfen hatte. Sie waren auf jeden Fall den traditionellen russischen Offizieren in dieser Hinsicht überlegen. Und wie groß das Interesse des russischen Staates an den baltendeutschen Marineoffizieren war, war, dass sozusagen sie in Kronstadt ihre eigene lutherische Kirche bekommen haben. Sie sieht unscheinbar aus, wenn man sich die orthodoxen Kirchen in Kronstadt ansieht. Vielen Dank.